Kaffee International ist sozusagen ein Freiraum für Geflüchtete. Vor allem suchen wir Leute, die wirklich gerne regelmäßig Sport machen möchten. Wir wollten eben die Stimmen sein, die laut Willkommen sagen. Hallo, ich bin Iris und ich habe mich in Göttingen mal umgehört und für euch drei Möglichkeiten gefunden, wie man sich besonders als Student oder Studentin für Flüchtlinge engagieren kann. Alleine dieses Jahr sind bereits über 700 Flüchtlinge nach Göttingen gekommen. Das sind etwa doppelt so viele wie im letzten Jahr. Und für 2016 wird von etwa 2400 neuen Flüchtlingen ausgegangen. So, ich stehe hier in der Halle am Unisport mit Katrin von Connection. Was genau ist denn Connection? Also Connection ist eine Hochschulgruppe, die in erster Linie aktuell Fußball spielt. Langfristig wollen wir aber das als Win-Win-Situation sehen, damit Studenten und Flüchtlinge sich halt kennenlernen und voneinander lernen können. Wie lange gibt es euch schon? Seit Mitte des Jahres. Angefangen hat es letztes Jahr mit Anfang des Wintersemesters. Die ist entstanden innerhalb eines Seminars, was von der Uni und einer anderen Organisation mitgestaltet wurde, von Enactus. Und die Studierenden haben sich da eben als Projekt das Thema Flüchtlinge gesucht und sind auf die Idee gekommen, Sport zu machen, um diese Kommunikationshürde halt zu überwinden. Genau. Und bei euch kann man auch mitmachen als Student? Ja, sehr gerne. Also wir sind natürlich noch in den Anfängen. Wir kriegen gerade immer mehr Hallenzeiten und versuchen, je mehr Leute wir haben, desto mehr Sachen können wir umsetzen. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn wir sportbegeisterte Leute finden, die gerne Basketball spielen oder Fußball spielen und wer weiß, was wir noch so anbieten können in Zukunft. Das heißt, man kann sich bei euch engagieren oder man kann einfach nur zum Training kommen, wenn man möchte? Also vor allem suchen wir Leute, die wirklich gerne regelmäßig Sport machen möchten. Für genauere Informationen, wann und wo das Training stattfindet, schaut einfach mal auf der Facebook-Seite von Connection vorbei. Anfang des Jahres wurde auf den Zietenterrassen eine neue Flüchtlingswohnanlage gebaut. Wir haben uns dort mal umgeschaut, um herauszufinden, wie man die Nachbarschaftsorganisation Runder Tisch Zieten am besten unterstützen kann. Wir stehen hier vor der Wohnanlage bei den Zietenterrassen und neben mir ist Hanna Rudolph. Und was machst du hier beim Runden Tisch Zieten? Also ich bin Koordinatorin der Sachspenden AG. Wir organisieren uns beim Runden Tisch Zieten in Arbeitsgruppen. Und eben unsere Arbeitsgruppe kümmert sich um die Annahme von Spenden und die Ausgabe an die Bewohner. Okay, und was genau ist eigentlich der Runde Tisch Zieten? Der Runde Tisch Zieten ist eine Nachbarschaftsorganisation, also ein Zusammenschluss von vielen freiwilligen Helfern, die hier auf den Zietenterrassen wohnen. Wir haben uns gegründet, als die ersten Pläne laut wurden, hier eine Wohnanlage zu bauen und es eben auch kritische Stimmen gab. Und wir wollten eben die Stimmen sein, die laut Willkommen sagen. In mehreren Arbeitsgruppen, es gibt eben auch noch zum Beispiel eine Willkommensgruppe oder eine Deutschlerngruppe, versuchen wir unseren neuen Nachbarn hier einen guten Start zu bescheren. Genau. Wie viele Leute wohnen denn im Moment hier? Im Moment sind es circa 160 Personen. Es sind einzelne Wohnungen, wo immer 6 Personen in so einer Art WG zusammenleben. Und wie kann man bei euch mitmachen? Wie kann man helfen? Also mitmachen kann eigentlich jeder, der Lust hat, sich zu engagieren. Auch mit wenig Zeit findet man eigentlich immer eine Möglichkeit, sich einzubringen. Also auch für Studenten, ich bin selbst Studentin, ist das eine ziemlich gute Möglichkeit, wenn man kontaktfreudig ist oder keine Berührungsängste hat oder sie gerne abbauen möchte, dann kann man sich über unsere Homepage melden. Da gibt es ein Kontaktformular und wir haben regelmäßig Treffen. Also sobald ein Termin für das nächste Treffen feststeht, findet man den auf unserer Homepage. Dann stehen wir jetzt hier auch in der Kleiderkammer und wie läuft das hier so ab? Also wir sind eine Gruppe von circa 70 aktiven und passiven Helfern und die aktiven Helfer treffen sich hier mehrmals in der Woche zur Spendenannahme 2-mal in der Woche und zur Spendenausgabe 2-mal in der Woche. Die Zeiten für die Spendenannahme stehen auch auf unserer Homepage, da können die Leute dann kommen und die Sachen abgeben. Und bei der Spendenausgabe holen wir immer eine kleine Gruppe von Bewohnern ab. Die haben sich über ein Formular angemeldet und dürfen sich dann hier in der Kleiderkammer die Sachen aussuchen, die sie brauchen. Und wir schauen immer so ein bisschen, dass die wichtigen Sachen mitgenommen werden, also Winterjacken, Mützen, feste Schuhe. Und dann bringen wir die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnung. Okay, und das sind dann immer so 1-2 Stunden, die man an einem Tag hier wäre? Ja genau, wir versuchen eigentlich immer in 2 Stunden 12 Personen durch die Kleiderkammer zu führen in 2 Gruppen.
Und man ist dann mit Vorbereitung und Nachbereitung meistens so 2,5 Stunden hier. Und wenn man auch nicht so viel Zeit hat, kann man natürlich auch ein bisschen hinter den Kulissen mithelfen, also E-Mails beantworten oder Fragen telefonisch beantworten. Es gibt auch eine große Facebook-Gruppe, über die ja Spenden organisiert werden. Da haben wir auch Ansprechpartner. Also jeder kann da, wo er irgendwie am fittesten ist und am meisten Zeit hat, sich irgendwie einbringen. Wie gesagt, gibt es neben der Sachspenden-AG auch noch andere Arbeitsgruppen, in denen man sich ehrenamtlich engagieren kann. Infos gibt es auch hier auf der Website. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr findet im Inti das Café International statt. Hier treffen sich Flüchtlinge und Helfer zum freundlichen Austausch und gemütlichen Beisammensein. Was ist das Café International? Was macht es aus? Also das Café International ist sozusagen ein Freiraum für Geflüchtete, in dem Geflüchtete untereinander sich austauschen können, aber auch in Kontakt mit anderen Bürgern Göttings treten können und vor allem, wo es Soli-Getränke gibt. Das heißt, die Getränke von den Geflüchteten müssen nicht von ihnen selber bezahlt werden. Gefüllt wird das Café von Konkababel-Mitgliedern, das heißt, wir sind hier aktiv unterwegs. Was ist Konkababel? Also Konkababel ist eine Studentenorganisation und wir bieten vor allem 3 Sachen an. Wir übersetzen für Geflüchtete, bieten da verschiedene Sprachen an. Und wir bieten Deutschkurse für Geflüchtete an, vor allem für Geflüchtete, die illegalisiert sind oder gar keinen Anspruch auf einen Deutschkurs haben. Und dann allgemein Social Events, sowas wie das Café Inti. Und ihr freut euch auch über Studenten, die mitmachen wollen und die gerne Deutschunterricht geben wollen, die können sich bei euch melden? Ja, auf alle Fälle. Also Studenten brauchen wir auf alle Fälle. Am wichtigsten sind eigentlich Übersetzer. Also wir brauchen auf alle Fälle Übersetzerinnen auch. Also gerade für weibliche Geflüchtete wäre es nett, wenn wir mehr weibliche Übersetzer hätten. Und uns fehlen halt immer noch die Sprachen Farsi, Pashto, Dari, Tigrinya fehlen. Und Deutschunterricht ist auf alle Fälle auch super. Aber da müssen wir jetzt sagen, müssen die Studierenden ein bisschen Geduld zeigen, weil gerade sehr viel Nachfrage da ist und wir nicht zu schnell zu groß wachsen können. Ich lerne Deutsch seit 6 Monaten. Und weil du jetzt schon relativ gut Deutsch kannst, dolmetschst du dann auch hier viel? Ja. Ich komme hier immer, damit ich die Leute kennenlernen und auch die Hilfe brauchen. Ich bin seit 6 Monaten in Deutschland und 5 Monate in Göttingen. Ja. Und gefällt Ihnen Göttingen? Ja, gut. Göttingen ist sehr Stadt sehr gut, besonders Universität, große Universität, und das gefällt mir sehr gut, ja, immer ruhig. Hast du irgendwelche Tipps für deutsche Studenten, die auch gerne helfen möchten, die aber kein Arabisch sprechen und nicht dolmetschen können, irgendwelche Ideen? Also einfach hierher kommen und die Leute ansprechen, sie finden das sehr gut. Wenn ich zum Beispiel hier neu komme und einfach Leute hierher kommen und auf Englisch mich ansprechen, dann fühle ich mich hier wohl. Natürlich sind dies nur wenige der zahlreichen Organisationen und Initiativen, in denen man sich in Göttingen ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren kann.